meine Damen und Herren. Moin, moin, Leute. Dennis hier. Moin, moin, Leute. Willkommen zu einem neuen Video von Jansky oder auch zu Deutsch gesagt die Blättenshow. Das war so offensichtlich, dass das wieder eine absolute Blättenshow ist, weil... Blätten hat auch vorher schon wieder im Chat angekündigt, dass wir das nicht gucken brauchen. Blätten ist bestimmt da. Klar. Ui, warte mal kurz. Das sind doch hier ein Team Nitro. Oh, da fällt mir gerade ein, ich wollte noch ein anderes Video gucken. Das von Marbix. Moin, moin, Leute. Dennis hier. Und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge. Sascha sammelt Warnings. Bitte nicht, come on. Bing! Blätten spielt Bowling. Du weißt, es wird ein gutes Video, wenn Blätten im Intro ist. Du weißt, es wird ein gutes Video, Alter, wenn Blätten in dem Video gleich am Anfang ist. Jawoll! Ey! Und ich bin. Warte mal kurz, Herr Blätten, Donation Goal offen für ein neues Rig? 650 Euro? Aber Blätten schon wieder richtig am Premium shoppen, oder was? Ich glaube, Blätten, du musst mal bei HC Dizzy auf dem Kanal gucken. Der hat schon mal so ein Thema behandelt. Das, ja. Link. Ey. Und ich bin wieder auf der Nordschleife unterwegs. Ich kill ihn. Mit Ansage. Hä? Und gestern hat noch jemand gefragt, sag mal, gibt's irgendwann mal einen Punkt, wo Sascha kein Mercedes fährt? Ja, hier, Ford. Warning. Lol, was ist denn das, Alter? Der ist da einfach so rübergefahren? Das Eisenschwein. Heise. DT Speedrun könnte es werden, ja. Oh. Bing! Bitte nicht, come on. In der zweiten Runde voll gemacht. Da kann man schon mal applaudieren und nicht aus Schadenfreude, sondern weil mir das gestern auch passiert ist. Ich mag doch lieber das X-System mit Off-Track. Oh, das tut nicht so weh. Ist das wohl. Ganz vorsichtig. Oh, an der Stelle, kleinen Moment. Kleiner Einspieler an die Zuschauer da draußen, die sich das jetzt hier bei YouTube ansehen. Die kennen das vielleicht noch nicht. Es gab da einen ganz tollen Moment in der Karriere. Oh. Nein! Er sagt ja No-Time-Gain und jetzt sowas. Moment! DT, 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 nur für dich, Sascha. Nur für dich. Extra für dich. Kannst du auch gerne als Soundboard benutzen. Gar kein Problem. Das ist einfach der Song. Und der ist elementar wichtig. Weiter geht's. Ganz vorsichtig. Bing! Ist das dumm, ey. Oh mein Gott. Alter. Junge, Hilliger, es geht. Emulator 1! Junge, wie spät der gewipst hat. Nee, 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 nee. Right side. Still there. Okay, Sasha, hold your nerve, just keep it smooth, no? All right. Hold your line. Clear right. 20 minutes. Oh. Ich bin gestern ein Rennen gefahren. Eins. Ein einziges. Nach 7 Monaten in ACC und das sah genauso aus. Alles das, was Sascha gerade macht, habe ich auch gemacht. Vielleicht wird Sascha mein neues Spirit Animal. Aber ich glaube, wir sollten warten, bis Blätten seinen großen Auftritt hat. Nee. Ich bin so ein Idiot. Eine Runde. Ciao, Honda. Als hätte ich's gewusst. Have a great time. Da kommt doch von Böhmer ein Honda fährt. Komm aus dem Arsch da vorne, komm. Das geht meistens nicht gut, wenn man eine große Fresse hat. Nein, der ist tot, der ist tot. Ich bin so ein Voll. Ich hab's schon kommen sehen, ey. Der war in den letzten 3 Kurven schon so langsam. Ich hab's wirklich kommen sehen. Der geht aber auch durch wie eine Windschleiche, wirklich. Oh, hallo. Der fährt mir erstmal schön hinten die Karre rein, Alter. Moment, 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 Mr. Blätten, entschuldigen Sie bitte, aber wenn wir jetzt noch mal 3 Sekunden zurückspulen, sah das bei Ihnen gerade nicht anders aus.
Messen wir hier etwa mit zweierlei Maß, Herr Blätten? Hm? Als Content Creator? Ich stell das nur mal so in den Raum. Oh, oh fast wieder. Mann. Du bist so ein Troll. Jo, okay, Alter. Ja. Wie unfair war das denn, Bro? Nee. Ach nö. Ich werf das mal so in den Raum. In den vielen Stunden mit einem K hinten dran und vorne einer Zahl, was wirklich exorbitant viel ist. Es wäre zeitlich gesehen fast mit einem Space Shuttle möglich, zur Sonne zu reisen, wenn wir alles zusammenrechnen. Könnte ich sagen, in Monster Turn 1 we trust, in Nürburgring Turn 1 we trust. Aber ich habe immer vergessen, weil das irgendwie ausgeblendet wird von mir, in Imola Turn 1 you can always trust. Imola liefert auch eigentlich immer ab. Da kannst du dich drauf verlassen. Es ist so eine fantastische Strecke, aber Turn 1 kannst du dich definitiv drauf verlassen. Danke, Blenden, dass du das an dieser Stelle nochmal wieder zurückgebracht hast in meinen Kopf. Ja, ach Mann, ey. Und die nächsten minus 5000 Elo. Es ist ein Trauerspiel heute, Mann. Moment, das waren 4-3 und jetzt bei 4-5? Ei. Bruder, Mann, ey. Ja, und dann einfach weiterfahren. GZ. Na, was soll ich jetzt machen? Für dich bremsen und anhalten, Blätten? Entschuldigung, warte. Ach, scheiße, ich hab gar keinen roten Teppich, Blätten. Nächstes Mal, falls wir uns auf der Rennstrecke sehen, ich roll dir dann einen roten Teppich aus, weißt du, und dann stehe ich da. Blätten, du bist ein super Fahrer und feuer dich auch wieder an, dass du wieder richtig schön ins Rennen reinkommst. Ich roll dir den Teppich aus und sag dir einfach, Blätten, bitteschön, hier ist die freie Strecke nur für dich. Ich werde wirklich auch Chat animieren zu klatschen, in dem Moment, falls das passieren sollte. Ich hätte übrigens nicht beschissen eine Pause machen können. Blätten, not amused. Wie? Ich hab fast... Junge, was? Wollen wir das nochmal analysieren und gucken? Dann einfach weiterfahren. GZ. So im Nachgang, wenn man sich das angeguckt hat, sieht das schon nach einem Cut aus. Und... Wie? Ich hab fast... Junge, was? Jo, Alter. Was zur Hölle? Oh, nee, nee, nee. Ah, scheiße. Das war dumm. Ah, Mann, das war so dumm. Ah, das war dumm. Nee, das sind auch, also muss ich auch an der Stelle immer mal erwähnen, wir fahren ja, grundsätzlich fährt ja jeder auf dem höchsten, wirklich allerhöchsten E-Sports-Niveau und da geht es ja auch um abertausende Euronen, wenn man fährt. Da muss man auch wirklich, und das gilt jetzt nicht nur an den Herrn Engel, sondern generell an alle, da muss man auch mit vollem Cartoon immer in die Box jacken, um die allerletzte Sekunde nochmal rauszuholen. Man könnte ja auch einfach reinrollen oder entspannt in die Box fahren, aber dann wären wir ja auch, dann hätten wir keine Jansky-Videos, nicht? Das war wirklich... Dämlich. Oh Mann, war das dämlich. Das gibt's doch nicht. Wird das eine SG30? Ja. Ich glaub schon, oder? Viel zu schnell. Okay, das war wirklich schnell. Oh, wow. Aber du, kann ich auch sagen, vor, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich... mein allererstes Nordschleife-Rennen sah auch so aus. Es gibt halt nur keine Clips, weil Jansky darauf keinen Zugang hat. Deswegen sehe ich ja hier auch immer so fantastisch aus, weil keiner kann diese Fehler zeigen. Aber ich möchte zugeben, dass auch das bei mir passiert ist. Ich war nämlich mit 120, bin ich in die Box gefahren. War gut. Alter, so dumm, oder? Jo, ja, tot.
Perfekt. Sehr gelbes Sticker. Warum hat so irgend so ein komischer Typ da schon wieder so früh, so spät gebremst und nicht abgeräumt? Kannst doch keinem erzählen. Geht auf jeden Fall die Anzeige raus, ey. Oh mein Gott, ja. Oh, nochmal Gas gegeben? Oh mein Gott, ja. Mann. Ja. Deswegen fahre ich nicht mehr competitive als Content Creator, weil mich das irgendwann so angefickt hat, dieses Ganze auf Krampf. Da bin ich nicht viel gemacht. Das ärgert mich schon, wenn ich das jetzt gerade sehe. Also nicht deren Fahrverhalten, sondern mich ärgert das einfach. Innerlich koche ich schon. Ah, genau. Dann kriege ich garantiert eine Strafe für meinen Jod. Noah doch unbedingt reinjodeln. Mein Gott, ey. Das war so absehbar. Oh, Mann, scheiß Sandwich, Mann. Ich kann euch übrigens da draußen nur empfehlen, kaufen Sie sich keinen Sandwich-Maker, kaufen Sie sich einen Opti-Grill. Das ist ein Gerät, da können Sie mehrere Sachen machen, nicht nur Sandwiches. Auch Sandwiches sind da drin. Absolut fantastisch. Aber falls Sie sich mal irgendwie einen Wrap machen wollen, wo ein bisschen Käse zerläuft oder auch mal ein schönes Stück Steak anbraten, geht übrigens auch mit vegetarischen beziehungsweise veganen Optionen. Da können Sie das auch nutzen. Habe ich auch schon ausprobiert für Sie. Opti-Grill ist der bessere Sandwich-Maker. Werbung zu Ende. Oh, da knallt's. Oh, Waffeln können Sie übrigens auch machen. Und auch Aufläufe. Ja, super. Ich weiche aus und verliere gleich hier wieder 4 Plätze. 5, ne? Meine Fresse. Das geht mir auch mal so. Nächstes Mal einfach reinjodeln hier. So wie er hier. So wie er, genau. Jaroslav, na klar. Wer sonst? Falls Sie sich übrigens einen Opti-Grill kaufen möchten, weil das hier oben gerade gefragt wird, bei Alternate gibt es den auch. Und da können Sie über meinen Link gerne bestellen, wenn Sie das möchten. Es ist auch gerade aktuell bei Alternate Cyber Week. Also falls Sie das hier in der Aufnahme gucken und nicht live, bei Alternate gibt es Cyber Week, können Sie unten auf den Link. Und Sie würden mich dabei auch unterstützen. Es ist nicht so fassbar. Werbeblock zu Ende. Wir wollten ja Jansky gucken. Oh oh. Oh! Switcheroo! Wollen wir mal die Runde neu starten? Ja, ich hatte eigentlich schon deutlich mehr drin, ey. Ja, komm, starten wir mal. Fahren wir mal neu. Ich hab noch deutlich. Ich wusste übrigens nicht, dass ein Sofa ein geiles Mauspad ist. Sehe ich ja jetzt gerade erst. Not macht erfinderisch, sage ich immer. Nicht mehr drin, ey. Bin noch nie aufgefallen. Oh nein. Nope. Hätte ich mal die andere genommen? Scheiße! Och Mann. Hätte ich mal die andere Runde genommen? Ja, mach zu, Junge! Ja, was soll ich ja machen? Soll er roten Teppich machen und dir die Tür aufreißen, als wenn du der Papst höchstpersönlich bist? Junge, er macht grad voll zu! Was ist das denn? Ach Mann, hätte ich mal die andere Runde genommen? Ja, wo soll er denn hin? Der will ja auch um die Kurve. Ja, mach zu, Junge! Junge, er macht grad voll zu! Was ist das denn? Schweinebacke, der will rennen. Oh, kleines Malheur. Oh! Moin, Alter. Viel zu spät gesehen. Ma. Oh, ich sehe mich da gerade selber so, ne? Aber ich habe immer eine Entschuldigung. Ich trage eine Brille und kann sagen, ich habe schlechte Augen. Aber wir kennen es alle. Vor uns dreht sich einer raus, du rammelst da volles Brikett rein und dann, oh, den habe ich viel zu spät gesehen. Und eigentlich siehst du den schon so eine halbe Minute, wie er sich so dreht. Das ist einfach, es ist einfach so geil, das geht jedem geht das so. Puh, den habe ich gar nicht gesehen. Der war auf einmal, war der da. Und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich habe einfach volles Pfund draufgehalten. Und Yellow Flag habe ich auch nicht gehört, weil ging ja auch nicht. In der Sekunde hat noch keiner die Fahne geschwenkt. Oh, er kommt raus. Oh oh. Bro. Da würde ich auch nie überholen. Habe ich einmal gemacht. Hat richtig weh. Oh mein Gott. Ich kann ihn nicht. Oh oh. Ach Mann. Ich will nicht mehr fahren. Ey. Ich will nicht mehr. Halt doch deine Scheißbremse, du. Yelp. Und nochmal Yelp. Und hier yeah. Auch eine schwere Kurve. Die Kurve ist wirklich schwer in der ACC. Aber nichts zu tun. Bitte nicht, bitte nicht. Boah, überlebt, Junge. Den nicht. Oh,
Stehen auf! Alter, was passiert hier? Fantastisch. Nein. Oh Gott, ich freue mich schon überhaupt nicht auf das 24-Stunden-Rennen am Wochenende. Vor allen Dingen wollen wir auch noch GT4 fahren. Oh no, mein Puls. 25,8, 25,7, 25,9, 26,1. Egal, vielleicht sind das ja gute Drücke für Macht. Oh, ne, sind's nicht. Oh oh. Es ist ein Blatten. No! Perfekt. Dann das machen wir nochmal neu. Oh. Das hat keiner gesehen? Ja, okay. Schönes Video, Jansky. Das hat mir sehr gefallen. Das hat mich erheitert. Blätten auch einfach regelmäßiger Kommentarschreiber bei Jansky.